Herzlich willkommen zu Asklepios Gesundheitssendung. Ein starker Schmerz in der Brust, der in die linke Körperhälfte ausstrahlt, dazu kalter Schweiß und Übelkeit, das sind die typischen Symptome eines Herzinfarktes. Da muss es sehr schnell gehen, denn Herzkranzgefäße sind verstopft, Herzgewebe stirbt ab. Manchmal aber zieht dieser Herzinfarkt auch noch die anderen Organe in Mitleidenschaft und das heißt dann für den Mediziner, dass auch er zu anderen Methoden greifen muss. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Tudor Konstantin Pörner. Er ist Chefarzt der Kardiologie und Pneumologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Pörner. Sagen Sie uns bitte, wie stellen wir uns den typischen Patienten vor, der zu Ihnen kommt? Was hat er jetzt gerade im Moment? Wenn Sie den Herzinfarkt schon ansprechen, müssen wir erst mal sagen, dass der typische Herzinfarktpatient nicht über 80 ist, sondern das ist so zwischen 50 und 70, hat häufig an alles andere gedacht als an einen Herzinfarkt und wird von einem plötzlichen Brustschmerz, beziehungsweise bei Frauen durch eine schleichende, aber doch schnell einsetzende Übelkeit wachgerüttelt und irgendwann kommt hoffentlich schnell dazu, den Notarzt zu rufen und er kommt in die Notaufnahme beziehungsweise direkt ins Herzkatheterlabor, wenn der Herzinfarkt schon richtig nach dem EKG erkannt worden ist. Und Sie haben das schon angesprochen, 20% der Herzinfarktpatienten haben leider so viel Herzmuskelmasse von dem Infarkt betroffen, dass eben eine Herzinsuffizienz akut aufgetreten ist, beziehungsweise sogar das Bild, was Sie gerade geschildert haben, des sogenannten kardiogenen Schocks, was eigentlich eine dramatische Situation darstellt, die nahezu fast jeden zweiten Infarktpatienten, der eben in dieser Situation ist, vital bedroht. Also erst einmal so ein kardiogener Schock, das stelle ich mir so vor, dass nicht nur das Herz nicht mit Sauerstoff versorgt wird, sondern dass nach und nach alle Organe irgendwann nicht mehr mit Sauerstoff versorgt sind. Irgendwann heißt relativ schnell, nehme ich mal stark an, oder? Ja, Sie haben das sehr, sehr, sehr schön formuliert. So ist es nun mal. Also der Herzinfarkt entsteht innerhalb Sekunden und die Folgen des Herzinfarktes hängen unmittelbar davon ab, wie viel Herzmuskelgewebe davon betroffen ist. Also wenn natürlich sehr viel Muskelmasse plötzlich dysfunktional ist, dann kann die Herzfunktion, die eigentlich eine Pumpfunktion ist, im weitesten Sinne nicht mehr zustande kommen. Und dann haben wir einerseits die Luftnot durch die Stauung der Lunge, aber andererseits, wenn tatsächlich zu wenig Blut das Herz verlässt, wenn der Auswurf insuffizient ist, dann kommt es zu dieser Minderperfusion, zu dieser Minderdurchblutung in allen Organen und das hat zur Folge, dass vor allem die Vitalorgane wie das Gehirn, das Herz und die Niere dann plötzlich nicht mehr arbeiten. Der Patient ist kaltschweißig, benebelt und grau im Gesicht, luftnötig und das ist eben das, was... Lebensbedrohend. Genau. Genau, dabei sagten Sie ja auch, der klassische Patient für einen Herzinfarkt ist nicht 80 Jahre alt. Das sind, glaube ich, gerade Junge, die das so schwer treffen kann. Kann das sein? Meistens ist ja so, dass ein älteres Herz, was schon einige Gefäßprobleme mal hatte, eine gewisse Präkonditionierung dann hat. Insofern ist, wenn ein Koronarverschluss ein großes Gefäß betrifft, bei einem Herzen, was sonst nie an einer Sauerstoffmangelsituation gelitten hat, viel dramatischer, das ist richtig. Ja. Und auch Frauen mehr als Männer unter diesen, bei diesen starken Situationen? Oder liegt das nur daran, dass wir Frauen immer denken, ach, das wird schon irgendwas anderes sein, ist schon nicht so schlimm? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das liegt ja daran, dass die Frauen den typischen Infarktschmerz, typischen Angina pectoris nicht so empfinden wie die Männer. Mhm. Und das führt dazu, dass sie etwas später die medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und in solchen Fällen ist natürlich die Zeit kritisch. Genau, die Zeit ist kritisch. Was können Sie denn tun, wenn Sie erkennen, dass es bei dem Patienten nicht nur um Koronargefäße geht, um die man sich kümmern muss? Ja, also die Infarktbehandlung ist eine der größten Erfolgsstorys in der Medizin überhaupt.
Allerdings, solange noch kein kardiogener Schock dabei ist. Ja? Also ohne Schock sind wir sehr erfolgreich. Wir haben Mortalitätszahlen, die unter 10% zu bringen sind. Das ist wirklich sehr, sehr schön strukturiert. Wenn der kardiogene Schock aber beginnt, sich abzuzeichnen, dann sind wir definitiv nicht mehr so erfolgreich. Und in den letzten Jahren gibt es trotzdem auch in diesem besonders prekären Bereich doch eine Prognoseverbesserung durch den schnellen Einsatz von Herzunterstützungssystemen. Das Herz kann nicht wie ein anderes Organ eine Pause legen. Wenn Sie sich ein Bein brechen, dann bleiben Sie ruhig und irgendwann heilt auch der Knochen. Mhm. Ja, das Herz kann eben nicht ruhig bleiben. Sie müssen das Herz im laufenden Betrieb quasi entlasten. Und beim akuten Herzinfarkt ist es besonders wichtig, wenn die Schocksituation beginnt, dass in dem Moment der Energiebedarf des Herzens gesenkt wird, dass sie dem Herzen das sozusagen diese Anstrengung dann abnehmen. Ja. Und das machen wir durch den Einsatz von sogenannten mechanischen Kreislaufunterstützungssystemen. Das sind ja Herzpumpen, miniaturisierte Herzpumpen, die sind ja ungefähr so dick wie ein halber Kleinfinger, sage ich mal, werden über die Leistenarterie eingebracht, muss alles sehr, sehr schnell gehen in der Situation. Und die saugen das Blut in der kranken linken Herzkammer und werfen das aus in die Hauptschlagader. Und damit entlasten sie das Herz. Sie senken den Sauerstoffbedarf des Herzens. Und das gibt dem Herzen, dem akut erkrankten Herzen, die Chance, diese Entstehung der Infarktnarbe, wovor wir immer Angst haben, kleiner zu gestalten. Ja, genau. Also über die Infarktnarbe sprechen wir gleich noch. Erst nochmal diese kleine Pumpe, so groß, sieht aus wie so ein Angelhaken, finde ich persönlich, ohne Köder, wird dann durch die Herzklappen durchgestoßen, also durch die Leiste, dann saugt sie das Blut. Das Herz hört ja nicht auf zu schlagen, es schlägt ja weiter währenddessen. Das ist ja eine Operation am offenen Herzen. Ne? Ja, das ist ein Katheterverfahren, wichtig ist, dass dabei die Leistengefäße nicht verletzt werden, die Herzklappe nicht verletzt wird. Das ist aber nicht so das Problem. Das Problem ist natürlich immer das Gesamthandling des Patienten, der häufig auch mal in einer akuten Herzinsuffizienzsituation ist. Der muss auch natürlich rasch insgesamt behandelt werden. Ja. Deshalb ist ein geübtes Team notwendig und wenn diese Pumpe bereits funktioniert, dann ist der Sauerstoffverbrauch des Herzens deutlich geringer. Es ist wie bei einem Motor, der nicht mehr so viel in dem roten Drehzahlbereich arbeiten muss. Ja, ist das alles, das ist ja sehr viel, aber ist das das Einzige, was man im Rahmen dieser Therapie macht, damit der Mensch damit man diesen starken kardiogenen Schock verhindert? Damit verhindern wir nicht alle kardiogenen Schocks. Ich würde mal sagen, wir verhindern bei manchen Patienten, bei vielen von denen, einen schlimmen Verlauf des kardiogenen Schocks. Die Entstehung des Schocks ganz genau ist nach wie vor nicht so ganz ganz genau untersucht und begriffen. Es gibt Menschen, die eben in eine Schocksituation rutschen, andere eben nicht. Die Erklärung liegt eher im Bereich der Molekularbiologie und der Genetik und spielen jede Menge Faktoren eine Rolle. Fakt ist, wenn der Schock beginnt, ist es häufig schon zu spät, weil der Schock seinen Verlauf dann nimmt und das endet sehr häufig tödlich. Das haben wir seit 30 Jahren verstanden und mit schnellem Einsatz solcher Entlastungs, sage ich mal, Szenarien wie die Herzpumpe, können wir schon zumindest mal den Schweregrad des Schocks etwas reduzieren. Und ist dann sozusagen für den Patienten das meiste geschafft? Also ist dann quasi schon alles wieder gut? Das ist nur ein Teil der Therapie. Nach wie vor das Wichtigste ist, nach wie vor das Gefäß zu öffnen. Es hat sich bewährt, auch eine Gefäßstütze dabei zu implantieren, um das Ergebnis zu stabilisieren, der sogenannte Stent. Ja.
Alles ist wichtig, nur sozusagen die Straße frei zu machen, macht es keinen Sinn, wenn die Häuser im Dorf schon kaputt gehen. Ja. Deshalb müssen beide funktionieren. Die Herzinsuffizienz, Medikation ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Therapie. Die Intervention, Freisetzung, Öffnung des Gefäßes, aber eben auch bei Patienten, die eben in eine Schocksituation rutschen können, die Herzunterstützung schnell in diesem wirklich noch kritischen Stadium. Kann es sein, dass der Patient danach weiterhin mit einer Herzschwäche zu tun hat, mit einer Herzinsuffizienz, die man behandeln muss? Sehr gute Frage. Leider ja. Auch wenn alles perfekt gemacht ist, auch wenn der Patient nicht mal im Schock war, haben wir trotzdem bei ca. 10% der Menschen solche Verläufe, ja, die quasi nach dem Herzinfarkt herzinsuffizient bleiben. Die Herzmuskelpumpe ist geschwächt oder die Herzklappen aufgrund der Vergrößerung des Herzens werden undicht und die Menschen erfahren eine starke Einschränkung der Belastbarkeit. Und was können Sie tun? Die bewährte Therapie ist die medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz. In den letzten Jahren haben wir vier bewährte Prinzipien. Andere kommen hinzu. Das ist fantastisch zu sehen, wie alle zwei Jahre die Herzinsuffizienz-Medikation ergänzt wird. Und immer mit guten Daten. Allerdings, wenn die Herzfunktion sehr stark abgenommen hat und die Herzklappen undicht sind, haben wir ein mechanisches Problem und das bedarf einer Ergänzung der medikamentösen Therapie durch interventionelle Verfahren, die bei Herzinsuffizienz eine zunehmende Rolle jetzt spielen. Also sprich, wir können die Klappen reparieren durch sogenannte Clipping-Verfahren oder durch Verkleinerung insgesamt der Herzhöhle. Um den Druck wieder zu erhöhen von dem Blut, das daraus gegangen wird. Um einfach mal den Sauerstoffverbrauch des Herzens zu reduzieren. Wir versuchen immer sozusagen die Arbeit des Herzens zu reduzieren, das Herz zu entlasten. Und Sie sprachen ja vorhin auch nochmal an, die Narben, die durch den Infarkt entstehen. Jetzt sagt man, was kümmern mich die Narben? Aber gemeint ist damit ja Gewebe, das nicht mehr so funktioniert im Herzen, dass es bei einer optimalen Pumpleistung bleibt. Verstehe ich das richtig? Ja, wenn ein Herzinfarkt sehr großflächig ist und sehen wir das im Bereich der Herzvorderwand und der Herzspitze nicht so selten, dann entstehen da tatsächlich große Narben. Diese Narben führen dazu, dass das Herz quasi wie eine Beule dann ausschaut und es wird sehr viel Blut unnötig zirkuliert, der Sauerstoffverbrauch des Herzens steigt und bis jetzt gab es keine richtige Therapie, also die offen chirurgischen Verfahren haben nicht so den erwünschten Erfolg gebracht, aber es gibt auch in diesem Bereich, den Sie angesprochen haben, gibt es Hoffnung durch minimalinvasive Verfahren, die wir auch zusammen mit den Herzchirurgen begonnen haben anzuwenden, mit sehr guten Ergebnissen bei ausgewählten Patienten. Ja genau, Sie sprachen ja vorhin auch nochmal das Thema Luftnot an, die ja erheblich ist, wo Sie ja, glaube ich, auch eine Methode haben, um relativ schnell für Entlastung zu sorgen, innerhalb des Herzens, durch eine Verbindung, so habe ich das verstanden als Laie, durch die beiden Herzhälften hindurch. Habe ich das so richtig verstanden? Sie kennen sich fantastisch aus. Ja, das ist auch eine neue Untersuchungsmethode und das hat mein Vorgänger, Professor Bergmann in Wandsbek, als erster durchgeführt. Wir führen das natürlich auch weiter und wir gewinnen auch wissenschaftliche Erkenntnisse dabei. Es geht um sozusagen die Druckentlastung des linken Herzens. Also das linke Herz ist belastet, sei es durch mehr Blut durch die Narbe in der Herzkammer, durch eine undichte Klappe. Und am Ende ist alles etwas, was die Lunge zur Stauung dann bringt. Und wenn wir im Bereich des linken Herzens alle Therapien ausgeschöpft haben, wir sehen aber trotzdem, dass der Druck, dass der Überdruck da ist und dass die Lunge eben nicht entstaut werden kann, dann kann man eben durch eine Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Herzen sozusagen diese Druckentlastung bewirken. Und diese Druckentlastung ist jetzt in den einigen Studien, die bis jetzt gelaufen sind, echt erfolgreich gewesen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.